Ja, machen wir mit dem nächsten weiter. Das ist der Gottesdienst-Simulator. Da habe ich hier sogar so einen schönen Screenshot, den ich zeigen kann. Aber leider ohne Beschreibung. Beschreibung haben wir hier. Ein Spiel von Stefan Jakob und Matthias Kulm, René Ziegler und Fetja Adam. Man leitet den Gottesdienst. Also, keine Ahnung, Steuerung, ausschließlich Tastatur, kein Maussupport. Jo. Und das Ganze hat ein Tutorial, dann starten wir einfach mal und sehen, wie das in dem Tutorial funktioniert. Oh Gott. Na, das funktioniert ja mindestens genauso gut wie das Spiel davor. Ja. Da war das die falsche Datei. GameExe. So. Neue Predigt beginnen oder Kirche verlassen. So. Pfeiltasten und Enter. Das Rot bedeutet, es ist ausgewählt. Q, S, P und L. Und beginnen mit der Leertaste. Ja, von wegen, du musst die Verknüpfung. Die Verknüpfung funktioniert nicht. Ach, warum macht er denn so eine Verknüpfung? So, jetzt muss ich irgendwie drücken. S. Was passiert denn, wenn ich nicht S drücke? Ich drücke einfach mal L. Passiert auch nichts. P, Q, S. Also einfach nur alle Tasten nacheinander drücken, oder wie? Q. Nächster Gottesdienst. So. Gut. Q, S, L, P. Schnell. Ah, okay, das wird dann für eine Weile gesperrt. Also immer erst das drücken, was am wichtigsten ist. Das, was rot wird, sozusagen. Jetzt ist die Taube rot. Das Herz ist rot. Ah, ist das immer auf den gleichen Tasten? P. Der Fisch ist auf S. Taube ist auf Q. Baut euch ein Boot. Ja, irgendwie habe ich es geschafft. Kenne mich zwar nicht aus mit Kirche, aber ich drücke einfach mal hier. Das Herz wird gebraucht, aber es ist kein Herz da. Was macht man dann? Ja, okay, dann gehen die halt alle. Ach, ich drücke einfach mal irgendwas. Ketzerisch. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut. Combo, yeah, ich hab's drauf. Ja. Zack, zack. Kann man eigentlich was falsch machen? Oh, die laufen so viele weg. Aber man kann sich irgendwie einen Multiplier aufbauen. Dreifach. Yeah, meine Predigt war nett. Irgendwie so eine Art Button-Mesh-Predigt. So. Hey, jetzt kann ich gleich mehrere Sachen auf einmal machen. Ja. Also. Boah, ich drücke einfach mal irgendwas. Godlike, yeah. Ich hab's irgendwie drauf, immer zufällig das Richtige zu drücken. Ohne hinzuschauen. Combo, jo. 10-fach. 11-fach, ja, keine Ahnung, wie das überhaupt kommt, aber egal. Ja, meine Predigt war einfach mal päpstlich, indem ich einfach alle Tasten nacheinander durchgedrückt habe.
Jetzt muss ich wirklich flexibel sein. Aha. So interessant, wie derselbe Spruch dann plötzlich für andere Sachen steht. Hey, wo wollt ihr alle hin? Wenn ich den Fisch sehe, da habe ich immer Angst, dass die Hunger haben und jetzt gleich rausrennen und irgendwie zur Nordsee oder so gehen. Ja, yeah, ich war prophetisch. Fantastisch. Ach, einfach die Taste drücken, die alles erfüllt, dann sind sofort alle glücklich. Wo wollt ihr alle hin? Ja, ich könnte theoretisch in den Chat bei Twitch gehen, aber da ist doch eh niemand. Wer legt sich denn da schon so ein Account an, um da auch noch bei Twitch zu chatten? Ach, falle ich dann immer wieder ein Level zurück, wenn ich. Nee, ich bleibe in dem gleichen Level, wenn ich versage. Hier, die gehen schon wieder weg. Wollten ja hin. Hier, ich drück L, da wird einfach alles. Wir sind schon wieder alle weg. Ich glaube, ich muss eine bestimmte Punktzahl erreichen. Und die erreiche ich nicht. Und deswegen verliere ich. Schon wieder alle weg. In diesem Spiel, da sterbe ich, glaube ich, einfach an Reizüberflutung. Na gut, noch mal ein letzter Versuch. Ich glaube, es ist einfach sehr davon abhängig, was man für Sachen bekommt. Hier, zum Beispiel hier dieses S. Bei dem waren gerade ganz viele verschiedene Sachen. Ah, keiner mehr da. Dieser Level ist also eindeutig zu schwer für mich. Blue Cobalt, natürlich lese ich das. Aber mein Problem ist, dass die Leute alle abhauen und nicht, dass dieser Ketzer kommt. Ja, sind ja trotzdem alle weg. Kann man ja Space drücken, wie man will. So, Ketzer habe ich alle weggeschickt. Dafür waren die Leute noch unglücklicher. Ja, Ketzer wegschicken habe ich drauf.
Ja, war schon wieder ketzerisch. Also hier in diesem Spiel habe ich hier einfach die Reizüberflutung. So. Übrigens finde ich das hier irgendwie komisch. Das sieht irgendwie aus wie ein... wie ein Kopf und ein Körper oder so. Das war also der Gottesdienst-Simulator, den man auch irgendwo runterladen kann, glaube ich. Aber das steht leider ja nicht drin. Ja. Egal, machen wir mit dem nächsten weiter. Das ist der Himmel-Donner-Wetter-Nochmal-Beitrag zum Overnight-Contest. Von, genau wie dieser eben, von der Devmania 2013. So, auch hier gibt es einen kleinen Screenshot, wie das aussieht. Und irgendwo gibt es auch eine Beschreibung. Hier gibt es sogar eine E-Mail-Adresse. Nee, doch nicht. Das ist nur, wo man die Sounds runterladen kann. Ja, man spielt zu zweit und einer fährt, einer macht Sonne und Regen. Legen wir einfach mal los. Ja, WASD, fahren, Wetter kontrollieren mit der Maus. So. Jetzt mal wieder cooler Sound. Muss ich gegenfahren? Ja, was kann man nebenbei mit der Maus machen? Nämlich einmal Regen. Regen, Regen, Regen. Oh, beinahe gecrashed. Oder Sonnenschein. Was sich eigentlich viel nimmt. Es wird immer hell. Oh, oh, oh. Warum ist eigentlich mein Auto so klein? Die anderen sind also groß. Wie sieht das denn so aus? Verdammt! Ich wurde eingekesselt. Habe ich mehrere Leben? Ach, da drüben diese zwei. Das sind die Leben. Ich dachte, das ist der Gang. Kann ich mich eigentlich hier irgendwie dazwischen stellen? Haha, so. So einfach kann es sein. Und dann kann ich ein bisschen Regen machen. Ein bisschen Sonne. Ja. Okay, ich glaube damit... kommt so langsam auch schon zu einem Ende hier. Denn das war so ungefähr alles, was man hier machen kann. Also ich glaube, hier an der Stelle kann man eben überleben. Egal wie schlecht oder gut das Wetter ist. Ja. Ich schon mal ausgetrickst. Oder interessant, wie die anderen Autos alle so ineinander drin fahren. An der Seite könnte auch noch so ein bisschen. Kann man das hier an der Seite auch machen? Oh, oh. Was war das? Das sah irgendwie unrealistisch aus. Ja, ich glaube, man braucht am Anfang braucht man sich nicht bewegen. Man steht direkt einfach an der Stelle, wo man nicht sterben kann. Wenn in diesem Spiel einfach nichts tut, dann passiert einem auch nichts. Erst wenn man losfährt, kann man überhaupt sterben. Wieso beendet sich das denn jetzt hier? Ich wollte doch nochmal spielen. Ich will hier noch ein paar Stellen rausfinden, an denen man einfach rumstehen kann, ohne was zu tun. Jetzt kommt ja noch nicht mal jemand. Was ist denn da los? Irgendwie verstehe ich das Spiel nicht. Warum kommt denn da niemand? Und wieso kriege ich jetzt auf einmal Punkte? Ah, je weiter man von der Mitte weg ist, umso mehr Punkte bekommt man, oder wie?
stehe ich aber ganz am Rand. So. Und wenn man in der Mitte bleibt, kommt noch nicht mal ein Auto raus. Also zumindest ist es mal gut, um hier diese Musik zu hören und ein bisschen abzurocken hier. Ja, aber gewinnen kann man ja, glaube ich, nix. Oder? Gibt's hier irgendwie ein Ende oder sowas? Hier ist ja auch eine Menge Verkehr. Ich komme ja überhaupt nicht mehr auf die andere Seite oder so. So, jetzt können wir mal versuchen. Fantastisch, wie man sich da zwischen den anderen Autos einfach so einordnen kann. Ah. So, 1315 Punkte schon. Ah, das sieht doch auch gut aus. Ah. Naja. Das ist jetzt mein letztes Leben. So. Wieso denn 1065? Da stand doch eben, ich habe 1200 Punkte. Also dieses Spiel ist so hoch für mich. Aber nette Übergänge hier. So, was haben wir denn noch vom Night Contest, Overnight Contest 2013? Da haben wir noch Rumpel. Das sieht so aus. Da kämpfen zwei Kristalle gegeneinander. Und das Spiel ist von Navel. Und das ist Thomas Krüger und Fabian Schaub. Und das passiert auf dem Wort gerumpelt. Jo. Denn irgendwo hat's gerumpelt zwischen CDU und SPD. Aber auch egal. Spielen wir einfach mal eine Runde. So, ja, Rip, ich erkläre dir gleich, wie das funktioniert. Nämlich, man drückt erstmal hier T, damit es losgeht. Oder damit es weitergeht. Und dann drückt man einfach S. Und dann ist da, wird da dieser Punkt da drin, wird hell und man bewegt das Ding nach oben. Beziehungsweise je nachdem, gerade wie man ein bisschen in der Drehung gerade ist, kann man auch dann damit noch so eine Rotation anstoßen. Jemand kann natürlich auch nebenbei noch das Blaue spielen. Also, der weiße Punkt in dem Roten, der springt immer nach oben. Und wenn man das jetzt richtig timet, dann kann man halt zum Beispiel hier die Rotation ankurbeln. Und der blaue Spieler kann das natürlich auch. Der macht das mit der K-Taste. Ich versuche mich mal jetzt rückwärts zu drehen. Das bringt ja nichts. Ich glaube, man sollte immer vorwärts drehen. So. Jetzt habe ich Schwung drauf. Irgendwie ist hier zu steil. Jetzt holt mich sogar noch der andere ein. So, jetzt. Das Problem ist einfach, wenn man hier mal ein bisschen seinen Schwung verloren hat, dann kann man nicht wieder Schwung holen, so einfach. Und dann hängt man da nur noch rum und dann bringt das Drücken auch nichts mehr. Wo bin ich jetzt dagegen? Toll, der Rote, der nichts gedrückt hat, der rollt jetzt einfach hier unten drunter weiter, oder was?
Schiebung. Ah. Toll. So. Jetzt habe ich ein bisschen Schwung. Aber keine Chance mehr, den anderen einzuholen. Ich glaube, man darf am Anfang nicht so hoch. Egal, wir fahren einfach mal in die entgegengesetzte Richtung. Gucken, was es da noch so gibt. Okay, da gibt es einfach nur eine unendlich hohe Wand. Na gut. Dann versuche ich einfach mit dem Roten ins Ziel zu kommen. Ja, ein weiterer Zuschauer. Laguna, hallo. Ja, also die Steuerung eigentlich ganz witzig. Finde ich. Aber man braucht so ein bisschen Schwung. Sonst wird das nix. So, jetzt zum Beispiel der Plaue so ins Rückwärtstrudeln gekommen und dann hat man gar keine Chance mehr, hier wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Zack, zack. Ja, wie die Übersicht in der Mitte funktioniert, verstehe ich auch nicht so ganz. Da ist nur roter und blauer Kreis. So, jetzt habe ich schön Drehung. Jetzt kann ich hier abfliegen. Zack. So, es war schon zu Ende, aber jetzt fliege ich gerade mal so schön. Mal gucken, wo ich überall noch hinkomme. Ich weiß auch gar nicht, wie das kommt, dass dann irgendwann diese Zielgerade kommt. Ob man dann einfach nur einen gewissen Vorsprung haben muss. Jo, ich habe ja mal Schwung gekriegt. Haha. Oh nein. Irgendwie war meine Energie alle. Ich kann nicht mehr. Oh, jetzt kann ich wieder. Gibt es irgendwo eine Energieanzeige? Oder ich war einfach zu hoch und dann hat das Spiel gesagt, nee, 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 bevor du so gut spielst, dann funktioniert das einfach mal kurz nicht. Was ist denn jetzt hier diese verdammte Ziellinie? Vielleicht bin ich einfach übers Ziel geflogen. Ich kann schon wieder nicht mehr drücken, was ist denn das hier? Und nein, ich bin tatsächlich übers Ziel geflogen. Was macht man denn, wenn beide über das Ziel fliegen? Dann ist glaube ich, das Spiel einfach am Arsch. Das ist ja fies. Man denkt, man ist besonders toll, fliegt gerade besonders hoch, derweil ist man gerade am Verlieren. Ja, und das Ganze spielt ja irgendwie in einer 3D-Welt. Ich frage mich, was dieses Objekt, was man da steuert, was das dreidimensional darstellt. Mann, der Blaue ist viel zu weit und fliegt übelst schnell durch die Gegend. Und der Rote ist noch nicht am Ziel, aber
bewegt sich so langsam, dass wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden darauf warten könnten. Tja, dann eben nicht so. Nee, das Afrika-Bomberspiel, das habe ich nämlich gar nicht. Die wussten vielleicht selber, dass das irgendwie blöd ist und haben mir das gar nicht erst gegeben. Was ich noch hab, ist mein Spiel. Sachschaden, Gastrofight und Slogs. Wobei Slogs, glaube ich, nicht von dieser Dusmania war. So. Dann habe ich nämlich hier die Tüftlerarbeit. Das ist mein Spiel auf der Defmania dieses Jahr gewesen. Starten wir einfach das mal als nächstes. Wir präsentieren das Spiel Tüftelarbeit in einer der Hauptrollen. Christian, der aus Urheberrechtsgründen leider nur als blaue Kapsel dargestellt werden kann. Und das Tolle an dem Spiel natürlich hier, ich brauche nicht so viel kommentieren, weil da sind überall meine Kommentare schon drin. Ja, man muss nachdenken und tüfteln, wie man die Level schafft. Christian möchte gerne ein Spiel spielen. Ja, da bin ich schon wieder. Es könnte ja auch langsam losgehen, wenn endlich mal jemand die Pfeiltasten drücken würde. Ja, hier sieht es so aus, dass man mit diesem blauen Rechteck diese Sachen überdecken muss. Und das Ganze wird dann in den nächsten Level noch ein bisschen schwieriger. Die Tüftelarbeit aus Verschieben von Kisten, eine der leichtesten Aufgaben für Christian. Ja, und hier kann man eben Kisten irgendwo hinschieben und dann die damit abdecken. In diesem Spiel gelten zwei Regeln. Regel 1, Christian hat immer recht. Regel 2, hat Christian nicht recht, F1 drücken und dann tritt Regel 1 in Kraft. Ja, irgendwie ist es komisch, wenn man aufpassen muss, dass man sich nicht selbst unterbricht. Ja, das Ganze ist tatsächlich so ein bisschen wie Slippery, wie das mal gespielt hat. Wobei es in Slippery natürlich immer nur einen Spieler sozusagen gab und der auch immer nur ein Feld groß war. Und in Slippery hat man auch zum großen Teil eigentlich mit der Maus gespielt, was hier jetzt so nicht funktioniert. Aber das wesentliche Element, was ich von Slippery übernommen habe, sind die... Was macht denn Friedrich hier? Eigentlich schafft Christian das doch allein. Aber wenn er schon mal hier ist, kann er auch helfen. Müsste natürlich jemand B als D drücken. Ja, sind die Eisfelder, die kommen irgendwann in den nächsten Leveln gleich. Da kann man nämlich nicht einmal mehr so irgendwo draufschieben, sondern muss dann auf die schauen, Fläche was auf der anderen Seite der Eisfläche anhalten. Ist. Wie werden unsere Protagonisten diese Aufgabe meistern? Denn zum Beispiel, wenn man jetzt den Blau nach oben bewegt, ja, da geht der einfach ganz nach oben. Und man kann nicht irgendwo auf der Eisfläche anhalten. Und das löst man natürlich so, dass man jetzt hier auch noch mit dem Roten darüber geht. Und dann eben diese Kiste noch darüber schiebt. Und hier eben wichtig, dass man zum Beispiel so halb drauf gehen kann und dann nicht rutscht. Das kann man eben ausnutzen, um an bestimmte Stellen zu kommen, wo man sonst nicht hinkommen würde. Zum Beispiel der Rote könnte nie in der Mitte stehen bleiben von der Eisfläche, aber mit dem Blauen, ja super, da kann er das. Braucht man jetzt in dem Level nicht, aber in den schwierigeren braucht man das. Friedrich muss irgendwie da runter. Aber Christian wird ihm schon dabei helfen. Ist ja auch sonst keiner da. Ja, wie funktioniert das hier? Nämlich genau diesen Trick anwenden, halb aufs Eis gehen, zack, kann man den Roten hier. So, den Rest kann der Blaue alleine. Zack. Christian und ich kenne natürlich die ganzen Lösungen, weil ich die ganzen Level gebastelt habe. Manchmal stehen sie sich aber gegenseitig im Weg. Okay, dieser abgedroschene Satz steht hier nur, um dem pseudo-intellektuellen Spieler vorzugaukeln, dass eine emotionale Verbindung zwischen diesen Pixelhaufen existieren könnte. Ja, als ich das eingesprochen habe, da war es irgendwie morgens um 9 oder so und ich konnte schon gar nicht mehr so richtig sprechen und habe ja immer ständig alles vertauscht. Oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Nee, ich glaube, das ist auch eine Lösung hier.
einfach diese Kiste aus dem Weg räumen. Nun ist auch Jana angekommen. Niemand kann sich so elegant durch die Level bewegen. Wer sollte sonst das Rätsel am unteren Ende des Levels lösen? Außer derjenige, der I, J, K und L drückt. Ja, also hier einfach hier unten im unteren Bereich das Problem. Man könnte jetzt vielleicht irgendwie diesen roten da runter bewegen. Kann man hier irgendwie so, zack. Kann man mit dem roten da runter. Aber der kann hier halt nicht zur Seite. Kann die Kisten nur so in Feldarbeit anschubsen. Deswegen muss irgendwie der andere nach unten. Und das geht zum Beispiel so. In diesem Level gibt es keinen hilfreichen Audiokommentar, obwohl er dringend nötig wäre. Viel Glück. Ja, also hier gibt es auch eine ganz einfache Lösung, wenn man den Trick kennt. Dann macht man es einfach so. Und weil man nämlich zwei Kisten nicht wegschieben kann, bleibt der einfach dann da hängen. So, die Kisten, die schiebt man einfach da hoch. Zack. Und schon fertig. Nun macht Felix hier den großen Chef. Ihm allein steht das Numpad zu. Ohne ihn läuft ja gar nichts. Drück mich. Drück doch endlich mal. So, dem Felix habe ich sogar noch einen Bonus-Sound verpasst. Drück mich. Ja, das ist auch der Grund, warum es nicht gewonnen hat, ne? Drück mich. Diese Audioaufnahme ist völlig sinnlos. Der Grund? Maximal zwei Personen der gesamten Menschheit werden sie jemals abhören. Außerdem hat Felix schon keinen Bock mehr. Er fühlt sich so benutzt. So, hier ist eine Möglichkeit, einfach das so zu machen. So, und schon ist der hier unten. Dann könnt ihr das und das zur Seite schieben. Zack. Und die gehen einfach wieder hoch. Helfen dem... Oh, Moment. Der war schon an der richtigen Stelle. Helfen jetzt dem Großen hier an die richtige Stelle zu kommen. So. Und können dann den Grünen ausnutzen, um sich hier hinzusetzen. So, und spätestens jetzt wird das mit der Tastatur-Only-Steuerung total kompliziert, weil man ständig... Du bist immer noch da. Langsam fällt mir echt nichts mehr ein. Geh jetzt weg! So. Langsam werden die Level so kompliziert, dass ich die selber nicht mehr so aus dem Kopf hinkrieg. Okay, die Kiste darf man nicht einfach so anschubsen. Ja, hier gab es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel erstmal hier. Zack. Zack, 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 zack. Ja, irgendwie so. Jetzt einmal hier mit dem Blauen da rundherum kommen. Drück mich. So. Dann kann man das ja schon mal machen. Und dieses hier. So.
Ich habe irgendwas vergessen. Ja, also so ungefähr. Ich will ja auch jetzt hier nicht jeden Level verraten. Denn das ist eh jetzt der letzte. Wenn man den löst, Du kommt man hier gehörst hin. zu den wenigen ausgewählten Individuen, die es bis zu diesem Punkt geschafft haben. Du hast Christian, Friedrich, Jana und Felix auf ihrer Reise bis zum Ende begleitet. Du hast es geschafft. Du hältst 99 Punkte. Bei 100 wäre es eine Waschmaschine gewesen. Einen feuchten Händedruck erhältst du auf der Devmania 2014. Ja, und in dem Sinne, ich hoffe, ihr kommt zu DevMania 2014. Ja, und für diese Aufnahme habe ich ungelogen bestimmt 20 Versuche gebraucht, weil ich einfach nicht mehr ernst bleiben konnte. Mal gucken, super. So. Das war jedenfalls das tolle Spiel 9 aller Tüftelarbeit. Und jetzt kommen wir noch zum Sachschaden. Ebenso ein Spiel von der diesjährigen Devmania aus dem Overnight Contest. Und das läuft komplett im Browser. Ist das nicht toll? Und zwar kann man hier einen Spieler, zwei Spieler machen. Da ich nur einer bin, mache ich mal einen Spieler. Und wie man sieht, fährt man ihr Auto, klar, was soll dieses Rechteck sonst darstellen? Und verursacht einen Sachschaden. So. Ganz toll natürlich irgendwie diese blauen Rechtecke, die dreifache Beschleunigung von mir haben. Oh, jetzt haben sie mich eingekeilt. Neue Runde will ich. So. Irgendwie nicht schnell genug. Zack. Irgendwie leckt die Steuerung so ein bisschen. Naja, egal. Vielleicht muss das ja so sein. Auf jeden Fall wunderbar, wie man hier mit dem Auto durch die Gegend slidet. Ziemlich coole Steuerung, finde ich. Nein, die haben mich wieder eingekesselt hier. Verdammt. Na, versuchen wir es nochmal. Hat auch irgendwie was von Asteroids. Weil immer hier die Splitter nochmal weiter zersplittern, oder wie? Ah. Reißen mich ja schon wieder ein. Ist doch gar nichts mehr da, um weiteren Sachschaden zu verursachen. Schon alles kaputt. Vielleicht muss man aber ein paar von diesen Dingern noch einsammeln. Damit nicht so viele Rechtecke da sind. Nein, die haben mich eingekreist. Verdammt. Ich hau ab. So, zack. Wäre doch irgendwie witzig, wenn die Polizei in Wirklichkeit auch so massenmäßig ausschwärmen würde. Oh, jetzt, ich glaube, jetzt haben sie mich. Ich glaube, jetzt haben sie mich. Verdammt.
Und dann kann man hier sogar noch sagen, ich bin der TT und will meine Highscore hochladen. Ich weiß zwar nicht, wo die dann angezeigt wird. Aber ich bilde mir jetzt einfach mal ein, dass ich da jetzt ganz oben stehe. Zack. Noch eine Kiste. Ja, wenn man genau aufpassen würde, dann könnte man sich jetzt genau ausrechnen, welche Kisten hier, vielleicht sind die dunklen Kisten irgendwie teurer oder so. Denn da oben wird immer direkt angezeigt, wie viel hier man schon kaputt gemacht hat, wie viel Dollar. Vielleicht kann einem ja die Polizei auch noch helfen, wenn man die so ein bisschen mitzieht und dann lässt man die gegen die Kisten fahren. Geht die Sachen vielleicht auch kaputt. Ah, ich hänge. Nein. Ach, das war meine Karriere als Raser. Hier kann man die Highscore abrufen. Oh Mann, seid ihr gut. So, das will ich aber jetzt auch schaffen. Wie viel? 10.000? Ne, 100.000. 100.000. Da muss ich hier wahrscheinlich mal mit Strategie spielen. Wumm. Irgendwie so ein, zwei Geräusche hätten dem kannst du vielleicht auch gut getan. Allerdings kann man, glaube ich, auf einer Webseite auch gar nicht so einfach Geräusche abspielen. Zack. Zack. Oh nein, das Ding ist direkt vor mir gespawnt. Wie fies. Das war doch unfair. Direkt in meinem Weg stand es plötzlich und hat mich abgebremst. Ah, die kriegen mich ja schon wieder. Ich habe da noch gar keine 100.000 Punkte. Jetzt wartet doch mal ab. Bin ich jetzt einmal zu blöd auszuweichen oder bin ich zu blöd Punkte zu machen? Das ist die Frage. Nein! Nein! Oh Mist! Ja, ich hab's geschafft! Aber jemand hat noch fast das Doppelte geschafft. Wie schlecht. Ja, so sieht's aus. Das also der Sachschaden. Und jetzt haben wir noch das Gastrofight. Ebenfalls ein Spiel von Devmania 2013 Overnight Contest. Und zwar spielt das in einer Imbissbude. Und die Kellner-Teams dort treten gegeneinander an. Wer die meisten Leute versorgt mit den Essen, der gewinnt halt. Ja, das Ganze hat Frank gemacht, oder Xtrem, mit seinem Spitznamen. Und das Ganze könnt ihr dann wohl auch auf seiner Webseite runterladen. Ich nehme mal an, sogar kostenlos.
Ist das nicht toll? Dann starten wir das Ganze mal. Und dann können wir jetzt erstmal das Intro durchlesen. Obwohl, da steht eigentlich dasselbe, was wir eben schon gelesen haben. Von daher überspringen wir es mal ein bisschen. Jeder steuert mit seinen zwei Tasten, nehme ich immer. Das habe ich noch nicht erzählt. Und dann wählt man sich ein Ziel aus und da fährt der Kellner dann halt hin. Ja, viel mehr brauchen wir eigentlich nicht wissen. Jetzt kann man hier eben mit vier Leuten spielen. Ich bin nur einer. Also das bin zum Beispiel ich. Und ja, der Rest ist leider nicht da. So. Und ich spiele den Control- und Alt-Typ. So. So ist es. Und nun kann ich mir zum Beispiel eine Pommes holen. Pommes ist immer sehr gefragt. So. Und dann fahre ich eben hier runter zu dem Typi, der pommesmäßig was haben will. Ich kann auch jemand anderen was aus der Hand hauen. Die haben zwar allerdings Sand, aber wenn ich die ramme, verlieren die eben das, was sie gerade haben. So. Nein! Jetzt hat mir doch dieser Keiner da das aus der Hand gehauen. Naja, passiert. Verkaufe ich halt meine Wurst. Zack! Wieder $2 eingenommen. Ich komme aber im letzten Moment hier. Zack! Schon $4 eingenommen. Ja, ich wollte euch gerade nochmal demonstrieren, wie es mit dem RAM funktioniert. Nämlich genau so. Ah, das ist zu spät, glaube ich. Ah. Das ist ganz schön schwer in der Zeit. Ach, hier. Du alter Schubser. Es ist ganz schön schwer in der Zeit, hier die Pommes zu holen und sie dann abzuliefern. Wenn jetzt natürlich noch ein anderer da rumeiert und einem hier ständig in die Quere fährt, wird das Ganze noch schwerer. Halt, was war das? Ach, vorbei, vorbei. Versuchen wir mal noch einen Hamburger. Ja, zack. $4 auf einmal. Ja, muss da Oma lange für strecken. So. Ja, die haben es halt hier ja auch nicht so ganz drauf. Wenn irgendwie der Hamburger nicht fertig ist oder so, dann lässt man die Leute erstmal bezahlen. Ne? Und dann sagt man, ja, ist gleich fertig. Dann ist scheißegal, wie lange er dauert. Die haben ja schon bezahlt. Ja, keiner macht sich die Mühe, da sein Geld zurückzuverlangen. Aber die, die lassen sich ja mal das Geld erst geben, wenn die das abgeben da, das Essen. Auch interessant, dass hier die Kellner halt mit so einem orangen oder grünen Hut arbeiten. Ja, ich und nicht da hat gewonnen. Ja, also das Ganze macht auf jeden Fall Spaß, wenn man mehr Leute ist. Alleine natürlich so ein bisschen eintönig. Vielleicht wäre irgendwann irgendjemand mal eine KI dazu programmieren.
Ah, wenn ihr so ein paar Freunde habt, dann ladet die doch mal ein. Geht auf franktovar.de und ladet das Spiel runter und spielt ein bisschen gegeneinander. Dann habt ihr was zu tun. Ja, das letzte Spiel, was ich noch habe, ist Zlox. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. ZLOXX2. Ja, und das ist ein Freeware Jump'n'Run. Heißt also, könnt ihr euch auch hier runterladen bei bromion.ch und dann kostenlos spielen. Das ist, glaube ich, nicht von einem Overnight Contest. Zumindest nicht von diesem Jahr. Vielleicht steht hier in der Readme noch was drin. Nee. Ist halt irgendwann mal programmiert worden. Und den Programmierer habe ich eben auf der Devmania angesprochen. Und da hat er mir das Spiel gegeben. So, dann wollen wir einfach mal starten, anstatt dir die ganze Zeit nur diesen Screenshot anzugucken. Ja, da gibt es auch Highscores und Credits und so, aber egal, wir starten einfach mal das Spiel. Und nehmen dieses Profil und nehmen einfach mal den ersten Level. So, so ungefähr sieht er aus. In der Übersicht. Ah, sogar so ein Tutorial. Links und rechts bewegt sie. Bewegt die Figur. Ist natürlich toll, dass man das lesen kann, wenn man sich darüber bewegt hat. Oh Gott, was passiert? Irgendwas kaputt. Egal. F bedeutet springen. Zack. Oh Mann, was ist denn hier kaputt? Ich glaube, wir müssen mal neu starten. Da funktioniert irgendwas nicht so, wie es soll. Ja. Neuer Versuch. Ah, sieht besser aus. So. Springen tut man natürlich mit F, wie in jedem vernünftigen Spiel. Steht da. Collect Coins. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Oh, verfehlt. Zack. Aha. Ich kann das Interface ausschalten. So. Fantastische Musik auch. Mann, ich hab's voll drauf. Ach, pausieren. Wir brauchen schon pausieren. Und hier. Ganz viele Ebenen Parallax-Scrolling. Zack, dich habe ich und dich habe ich auch. Hoch. Kommt man da hoch? Vielleicht steht es auf dem Schild. Jump on an enemy. Ja, toll. Die habe ich ja schon tot gemacht. Na gut, hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. Steht denn da? Diesmal lese ich's. Ah, man kann also auch kurz drücken. Und dann. Ah. Nee, doch nicht. Okay, also man darf da nicht so lang springen. Naja, im Prinzip auch Standard. Ach, zu lang. Zack. Halt, Moment, jetzt muss ich es hier mit diesem Gegner draufspringen ausprobieren. Wuhu! Wie soll ich denn diese Münze einsammeln, ohne zu sterben? Ach so, da unten ist ja gar nicht. Da unten stirbt man gar nicht. Trotzdem kann man da irgendwie nicht beide Münzen einsammeln. Weitermachen oder speichern? Ach, wir machen weiter. Wer braucht schon speichern?
Oh oh, das war nicht gut. Was ist das? Rolling Bomb. Also meine Rolling Bomb ist. Ah, hier kann man hier hochklettern. Ah, ich hab's geschafft. Ach, Mist, direkt wieder runtergefallen. Ja. Hier gibt's ja nur Münzen. Mann, der ganze Aufwand. Für ein paar Münzen. Das ist irgendwie typisch für solche Spiele. Mist, zu langsam gesprungen. Killed enemies drop an item with a small probability. Eieiei, jetzt muss ich auch mal die Gegner looten oder was? Zack, zack, zack. Ah. Oh nein. Ah, das ist ein Checkpoint. Zu wissen. Für mich sah das aus wie ein blaues Männchen. Mhm. Eine meiner leichtesten Übungen natürlich. Oh, was kann. The rocket flies along a horizontal line until it hits an obstacle. Fire it with a D key. Aber was soll ich denn hier abschießen damit? Ah, okay, wenn er jetzt zum Beispiel nicht rauskommen würde. Ach nein, man kommt hier nicht hoch. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Was ist passiert? Ich weiß noch nicht mal, warum ich gestorben bin. Oh Mann. Also eindeutig für Leute, die mehr Geduld haben als ich. Was ist jetzt passiert? Ach, das ist der Pfeil. Ich bin in den Pfeil gefallen. Cool, wie wir ja hocken mit ihren Bögen. Was steht denn da? Attacker. Ach, schon wieder tot. So, nehme ich mal die Abkürzung. Ob ich den treffen kann, obwohl er noch gar nicht im Bild ist. Ja, das hat geklappt. Genau, aber zum Glück sind die Pfeile ja. Das ist wahrscheinlich ein Jump. Ja, keine Ahnung, wie heißt das denn im Jump'n'Run?
Ist das da auch Jump Pad? Zack, so. Wow, 20 Punkte für einen einzelnen Gegner. Scheiße, Spionen. Ach. Na super. Hier gibt's ja auch noch ein Jump Pad. Okay, ganz hoch kommt man damit aber nicht. Ja, ziemlich cool gemacht, aber das ist jetzt eine unlösbare Aufgabe für mich. Ja. Na gut, dann habe ich das wohl verpasst. Jetzt wird es aber kompliziert. Was machen Minen? Wird ja richtig kompliziert. Mensch. Oh, das war blöd. Ich bin schon wieder fast tot. Hier kommen ja tausende Pfeile. Und ein Labyrinth. Hilfe! Noch Pieks-Dinger im Boden. Mann, wer ist eigentlich so verrückt, um das einzusammeln? Ah, ich. Das ist, glaube ich, mein letztes Leben. Mann! Jetzt schaffe ich da nicht mal mehr den ersten. So. Noch einmal dürft ihr bewundern, wie ich fehle. Nein! Warum laufe ich denn durch den durch? Ich habe mich so gut wie gar nicht vorwärts bewegt bis jetzt. Na super, da kommt auch schon wieder einer. Die fahren doch nicht mal mehr weg. Ja, genau. Versuch den Pfeil zu fangen. Ah! Schnell, schnell, schnell! Berühren! Das bedeutet der Pfeil. Ja! You have lost all your lives!
Ja, also so funktionieren also Slogs. Und da das das komische Spiel mit dem Z ist, ist es auch das letzte Spiel für heute. Das sind also alle Spieler, die ich bekommen habe auf der Devmania. Ja. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu machen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich seid ihr eh schon alle eingepennt. Ja, okay. Jemandem gefällt also Slogs. Cool gemacht, sagt er. Und zwar der Laguna. Den ich jetzt leider auch nicht kenne. Kein so regelmäßiger Zuschauer offenbar. Ja, wahrscheinlich habe ich da irgendwie 2 Stunden lang Leck und keiner hört, was ich überhaupt sage. Sondern erst 2 Stunden später. Ja, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht will der ein oder andere ja mal eins der Spiele spielen. Viele von denen waren ja kostenlos irgendwo runterzuladen. Ich versuche die ganzen Links irgendwie noch zusammenzukratzen und dann irgendwo zu veröffentlichen, damit ihr die Sachen euch anschauen könnt, wenn ihr wollt. Und ansonsten schaut vielleicht mal wieder auf der Facebook-Seite oder dem YouTube-Kanal vorbei und hinterlasst eure Meinung oder irgendwie like die Seite oder so, damit wir noch ein paar mehr Leute bekommen. Ich glaube, wir haben momentan genau 77 irgendwie, wie nennt man das denn überhaupt auf Facebook? Anhänger, Verfolger, Follower. Follower heißt ja bei Twitter. Daumen. Ich glaube Daumen oder so. Wir haben 77 Daumen gerade. Aber ihr dürft diese Statistik gern kaputt machen und das noch weiter erhöhen. Ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht beim nächsten Mal auch wieder Zeit und guckt wieder direkt live zu. Ich glaube, diesmal waren es eine ganze Menge Live-Zuschauer. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal auch wieder zu so einer etwas günstigeren Zeit, dass wieder ein paar Leute direkt zuschauen können. Ansonsten bedanke ich mich natürlich auch schon mal im Vorhinein bei allen, die das später irgendwann mal auf YouTube sehen. Und ja, dann bleiben Sie mir gewogen. Oder wie man da sagt. Ciao.